Also man so überlegt, was so der Mainstream ist, woran sich Menschen in ihrem Verhalten orientieren. Also wenn ich in der S-Bahn sitze und sehe, wie die Menschen aus Düsseldorf, mit welchen Tüten sie zurückkommen, dann würde ich sagen, geht es um den Preis, um das Wechseln von Mode, dass man den Trend erfasst. Und es geht eigentlich kaum darum, unter welchen Bedingungen wird produziert und können Menschen von dieser Arbeit eigentlich noch leben. Seit vielen Jahren Organisationen weltweit, die unterwegs sind und die sich für den fairen Handel einsetzen. Und das ist ja eben ein Beitrag, dass die Lebensbedingungen von Menschen verbessert werden, dass sie von dem, was sie erarbeiten, auch leben können. Ich glaube, da müssen wir wirklich zulegen, auch wenn es gegen den Trend ist. Aber das ist unsere Aufgabe und als Kirche und die Vereinte Evangelische Mission und die Partnerkirchen helfen damit.